Dann wollen wir weiterspielen. Einzelspieler Gerugon erkundet. 8%. Okay. Haben noch gut was vor uns. Karte. Wir waren da oben. Was sind jetzt weiße Felder? Sind weiße Felder Felder, die wir komplett ausgeleuchtet haben? Können wir mal testen. Wir gehen jetzt ein nach rechts und zwei nach unten. Hopp, hopp. Oh, da können wir den Heiligenschein nochmal drücken. Wir sind da, wo wir vorher waren. Nö. Das, ja. Ignorieren wir jetzt aber mal. Und ich hoffe, die große Box da ignoriert das auch. Also einmal nach... Oh, 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 oh. Wo kommt ihr denn alle auf einmal her? Mitnehmen. Okay. Enter. Enter. Au. Hey, du verstecktes, doofes... Au. Da rechts waren wir schon... Sind die Fässer alle respawned? Das wäre ja komisch. Zwei. Tonk. 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 Okay. Das könnte man leicht ausnutzen, denke ich mal. Also Pfeile und Gold hätte man dann... Oh. Hallo. Haha. Dummes Ding. So. Satyr in der Reihe. Sehr schön. Wir wollten weiter nach unten. Wo war mein Dolch? Da ist mein Dolch. Na komm. Zack, 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 zack. Sehr schön. Nee, nicht den Bogen. Schwert. Köche. Oh, und die Karte wird. Die Karte hält das Spiel auch nicht an. Das sollte ich mir merken. So, runter. Komisches Steinding, das sich nicht bewegt. Weg, 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 weg. Du kommst mit. So, wir wollten nach rechts, aber wir können hier auch nach unten. Das ist auf der Karte noch gar nicht eingezeichnet. Das sollten wir vielleicht zuallererst mal machen. Ah. Oh, okay. Oh, Funkel. Hey, der Glitzer, was in der Düsternis. Vielleicht ist es Gold oder was Nützliches. Die Unterscheidung ist schön. Oh. Es ist ein... Hey, was war das denn? Es hat sich das Ding geschnappt und ist verschwunden. Das sah aus wie diese kleinen Kapuzenmännchen aus Star Wars. Haha, diese kleinen, habgierigen Mistkerle greifen sich echt alles. Ah, perfekte Mistkerle. Das ist also der Grund, warum ich keine Gegenstände oder Münzen finde. Wo findest du andauernd Münzen und Gegenstände? Na gut. Vielleicht kann ich einen töten, wenn ich es auf dem Boden liegen lasse und sie damit anlocke. Nicht unterschätzen. Sie sind wirklich gerissen. Sie werden nicht kommen, wenn du zu nahe dran bist. Verstehe. Wenn du Dinge liegen lässt, werden Diebe sie stehlen. Du kannst gestohlene Gegenstände wiederbekommen, wenn du die Diebe erwischt. Um die Diebe zu töten, köder sie mit einem Gegenstand aus dem Inventar. Fallen lassen und verstecke dich, sodass sie dich nicht sehen können. Und warte. Okay. Wahrscheinlich an der genau gleichen Stelle. Okay, also Inventar. Wir... Oh, wir haben besseren Speer gefunden. Schaden 30, Schaden 32. Hä? Du bist... Welchen haben wir jetzt ausgerüstet? Nochmal ganz kurz. 4. Inventar. Den haben wir ausgerüstet. Gut, dann können wir den hier einfach liegen. Ups. Dann können wir den hier einfach liegen lassen. Ablegen. So. Gehen weg. Nehmen Bogen und warten. Verstecken uns hier hinter der Säule. Ich glaube, so klappt das nicht. Du, komm mal wieder mit. Hier muss ja eine dunkle Ecke sein. Also legen wir hier was hin. Haben wir Gold, das wir ablegen können?
Heiligenschein, nö, lass mal. Rolle Hitzeaura. Das klingt wertvoll. Ablegen. Und oh, wir könnten das Licht mal ausmachen. Das könnte helfen. Wegstecken. Können wir dich wieder ausmachen? Nein. Ah, 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 ah. Na komm her, du kleiner Drecksack. Haha, hab dich. Okay. Und hat nur die Rolle Hitzauer bekommen. Okay. Dich ausrüsten. Zick. Aber gut zu wissen. Falls wir irgendwann mal einen Wegporten sehen, können wir ihn so umbringen. Vielleicht haben die irgendwann mal irgendwas Interessantes dabei. So, wofür ist das Schlüsselloch da? Schlüssel der Mine. Na? Mine. Das ist die Küche. Na, wir sollten das alles mal ein bisschen besser kartografieren. Also gehen wir kurz, erstmal eins, nach Westen. Da war das Bowser-Tor, oder? Ja. Was ist deine Rolle an diesem Ort? Rolle? Was? Was meinst du? Du hast den großen Berg bestiegen, hast die ewigen Wolken durchquert und diesen verbotenen Ort betreten, dabei dein Leben riskierend. Du musst einen guten Grund dafür haben. Da bin ich mal auf die Antwort gespannt. Großer Berg, ewige Wolken. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß nur, dass ich bei Rick war und plötzlich in dieser Burg auftauchte. Wenigstens hat er das Pinkel nicht erwähnt. Willst du damit andeuten, dass du unwissend bist über die Gründe deiner Anwesenheit hier? Ich weiß, dass ich unter Drogen gesetzt wurde und nur hier bin, aber ich weiß nicht, was mein Ziel in diesem Abenteuer ist. Normalerweise reden Abenteurer in einer Taverne mit einem Typen, der einen Abenteurer sucht. Das, ja, doch. Kommt recht häufig vor. Aber nicht so bei mir. Vielleicht sollte ich zu einem Orakel gehen, das mir mein Schicksal offenbart. Viele Helden wie Thrall taten das. Dieser Thrall war ein Held deiner Leute? Vielleicht ein alter Vorfahre? Nö, dafür ist ein Ticken zu grün. Nicht wirklich. Er war ein Ork-Anführer, der mit seinen Leuten der Tyrannei eine Allianz von Menschen und Elfen in Kalimdor entfloh. Das ist eine lange Geschichte. Hey Zera, können wir hier ein Orakel finden? Es gibt kein Orakel an diesem Ort. Existierte eins, würde es nicht geruhen, zu einem tumpen Sterblichen zu sprechen. Also tump ist dumm oder doof. Ja, natürlich. Als würdest du es mir sagen. Ich sehe mich weiter um. Vielleicht finde ich Hinweise darauf, warum ich hier bin. Boah, klingt gut. Zack. Zack. Oh. Das war jetzt gefährlich. Schwert. Stirb. 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 Und eine Münze. Könnt mich doch mal. So. Blaue magische Essenz. Ein anderes Tor. Es ist identisch mit dem, das ich vorher schon sah. Mal schauen, ob ich es öffnen kann. Das da oben, hm? Sind die vielleicht verbunden? Was zur Hölle? Sieht so aus, als würde diese Tür zu einem Durchgang führen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die öffne. Schaue nach einer anderen Tür wie dieser, um den Durchgang zu öffnen. Ja. Also das ist wohl so eine Art Nexus. Wo man dann, wenn man die Türen freigeschaltet hat, zwischen den Türen hin und her reisen kann. Oh. Genau, jetzt bin ich nämlich hier oben. Ah, praktisch. Wo soll es hier nach oben gehen? Kanalisation und Gärten. Achso, da geht's nach oben. Ja, klar, okay. Zurück. Zurück. Das macht das Hin- und Herreisen auf jeden Fall schon wesentlich angenehmer. Gut, räumen wir hier noch ein bisschen auf. Zack, zack. So, Licht an. Oh, noch mehr Truhen.
einen Heiltrank. Das ist schon wesentlich besser als eine einzelne Münze. So, komme ich von hier auf die... Ja, komme ich. Oh, gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Hallo? Grüße, Abenteurer. Habe keine Angst. Mein Name ist... seit langem vergessen. Ich war einst ein Abenteurer wie du. Wurde aber von den Fallen in diesem Raum getötet. Oh, Fallen? Okay. Ich kann nicht in Frieden ruhen, solange diese Fallen aktiv bleiben. Abenteurer, es gibt einen Hebel, der alle Fallen in diesem Raum deaktiviert. Oder steuert. Finde diesen Hebel und ziehe daran. Damit werden alle Fallen ausgeschaltet und ich kann endlich in Frieden ruhen. Gib jedoch Acht. Der Weg ist mit Fallen übersät. Fahre mit größter Vorsicht fort und achte auf die Bodenplatten, die die Fallen aktivieren. Ich habe versucht, schnell an ihnen vorbeizulaufen, doch das war mein Untergang. Es ist sicher das Beste, die Fallen einzeln zu aktivieren, um ihnen dann auszuweichen. Armer Kerl, er ist gefangen in dieser Welt. Du solltest ihm helfen, seine Seele zu befreien. Er hat es verdient, in Frieden zu ruhen. Was zur Hölle, das kann nicht gut sein. Wow, Zera, ich bin bewegt. Du hast also doch ein Herz. Oder ist es, weil dieser Raum voller tödlicher Fallen ist? Hey, letzteres. Da. Todesfallenraum. Weg hier. Ich wollte eigentlich nur runter zu... dem Ding da. Wie komme ich jetzt wieder nach da hinten? Muss ich jetzt ganz zurück... So viel zu dem Schnelltransportsystem. Also Leertaste geht nicht. Nach oben drücken geht nicht. Unten drücken geht nur noch nach unten. Also ich kann nur nach rechts und links runterfallen. Und das habe ich ja schon probiert. Und ich kann im Flug nicht meine Richtung ändern, wie bei anderen Spielen. Okay. Gucken wir uns mal ganz kurz die Fallen an. Kann ja nicht schaden. Ich denke mal nicht, die werden instant tödlich sein. Und hier geht's wieder zurück runter. Sehr schön. Tränkte Fallenentdeckung. Wollt ihr mich veräppeln? Ja. Aber das mache ich trotzdem erst später. Ich würde echt gerne erstmal hier den Raum zu Ende machen. Aber wenn wir jetzt schon anfangen, Räume zu überspringen oder nur ein bisschen was von einem Raum zu machen, dann verliere ich sowas von schnell die Übersicht. Das ist nicht mehr feierlich. Du kannst auch noch an. So, können wir jetzt von hier da rüber springen? Oh, nein. Okay. Und rechts gab es keinen Weg runter, oder? Tonk, tonk. Nö. Aha. Im Spielmenü gibt es ein Panel für Aufgaben, in dem du sehen kannst, welche Aufgaben aktiv sind. Dort kannst du auch ihre Beschreibung lesen. Dies ist nützlich, wenn du das Ziel einer Aufgabe vergessen hast. Oh ja. Im Panel. Aufgaben. Raum der Fallen. Beschreibung zeigen. So, das ist nur der Text von dem Geist. Dieser Scheiß jagt meine Gänsehaut ein. Krieche, um Projektilen auszuweichen. Wir sind also definitiv... Wow! Wir sind also definitiv noch im Tutorial. Ah ja, ihr mich auch. Oh. Okay, Speerfalle wird immer wieder ausgelöst. Oh, 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 oh. Nennt mich Indiana Jones. Nur der Bußfertige... Au. Au. Nur der Bußfertige Mann wird frontal von Speeren aufgespießt. Oh, oh. Wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Wenn immer wieder die Stacheln... Okay, ich laufe einmal durch. Da ist ein Blutfleck an der Wand. Da oben ist nix. Okay. Oh. Ich habe mir gemerkt, wenn da ein Blutfleck ist, der kommt von unten Speere. Deswegen bin ich gesprungen, du doofes Ding. Oh, oh. Alter.
garstige Ecke hier. Au. Ich sollte langsam echt einen Heiltrank trinken. Null. Plupp. Und es heilt nicht mehr komplett. Sehr schön. Jetzt werde ich wieder in die Speere reinlaufen müssen und nach oben. Au. Brennend. Brennend ist nicht gut. Heiltrank? Flupp. Okay. Alter Schwede. So, und das ist wieder so ein Blutfleck an der Wand. Diesmal springe ich. Obwohl, warte mal. Jo. Letztes Mal wussten sie, dass ich springen würde, weil da ein Blutfleck ist. Also wird es jetzt so sein, wie ich vorher dachte, dass es ist. Au. Oh, die Speere sind einfach dahinter. Ah, okay, wenn die ausgelöst sind, kann ich da durchlaufen, ohne dass was passiert. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Au. Au, okay. Au, oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Au. Null. Nein! Wobei. Ein bisschen beim Geist. Ja, okay, das ist annehmbar. Ja. Erstmal kurz abspeichern quasi und wir sehen uns gleich wieder.